Willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir haben gerade den Knochenhüter besiegt und dort wartet er schon wieder, um mit uns ein Schwätzchen zu halten. Was will er? Knochenhüter. Gucken dir an. Jetzt können wir uns mal schön in Ruhe von Namen angucken. Was er für glubsche Augen hat und für hässliche Zähne. Gut gemacht, junger Zauberer. Hinter mir liegt die Arnik-Grabkammer. Sie enthält die Arnik-Begräbnisaufzeichnungen. Danke. Du kannst sie haben. Ja. Du entdeckst die Arnik-Grabkammer. Juhu! Halli, hallo, Hallöchen. Lesen natürlich. Du nimmst die Arnik-Begräbnisaufzeichnungen vom Ständer. Und jetzt müssen wir wieder zurücklatschen. Auf geht's. Ja, das übliche Prozedere halt, ne? Dumm, die, dumm, die, dumm, 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 die, dumm. Und sonst? Ach ja, ja, sonst ist es ganz gut. Ja, ja, danke. Ja, ja. Ach, Leute. Wenn ihr diese Folge seht, dann ist mein Let's Play Buch schon längst zu haben. Heute am 5. September habe ich es hochgeladen bei Amazon als Kindle-Version. Und ja, ich bin extrem froh, dass das fertig ist und so weiter. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt es alle gekauft. Wenn nicht, dann passiert aber was hier. Nein, ihr braucht es nicht kaufen, wenn ihr es nicht braucht. Ne? Aber es stehen ein paar ganz interessante... Es stehen ein paar ganz interessante Sachen über das Let's Play darin. Zum Beispiel, wer überhaupt mit dem Let's Play angefangen hat. Wann kam überhaupt der Begriff Let's Play auf und so weiter. Wie macht man diesen ganzen Kram hier überhaupt mit dem Aufnehmen, mit dem Kommentieren? Wie komprimiert man diese Videos und so weiter? Ich muss das jetzt nicht hier alles runterleiern. Ist ganz interessant, ja. Gut, das dazu. Einfach mal nach googeln. Let's Play Buch, Kaiser heute. Das Let's Play Buch. Danke, dass du mir die Informationen aus den Arnik-Begräbnisaufzeichnungen gebracht hast. Oh, fertig. Eine Sturmmumie. Jetzt gehen wir nur noch... Bom, 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 bom. Mit Shihatar Jezerit. Mit, wie heißt er? Shihatar Jezerit. Shihatar Jezerit. Ja, irgendwie doof, dass wir jetzt hier wieder in der im Brunnen der Geister rumlatschen. Obwohl wir mit dem Kampf gegen Kleopatra oder Krokopatra, wie die hieß, eigentlich das Ende erreicht hatten. Aber trotzdem, ich möchte es halbwegs komplett machen hier alles. Du hast unsere Königin. Krokopatra hat Königin Irisi in ihrer Gruft begraben. Bitte geh rasch zu ihnen und richte ihnen aus, dass die Jezerit-Familie Frieden mit allen Arnix wünscht. Ja, ich wünsche mir das auch, weil dann ist hier endlich mal Feierabend. Dann können wir diesem Ort tatsächlich... Nein, wir können diesem Ort ja immer noch nicht den Rücken kehren, weil da hinten ist ja noch immer die... Der Dungeon, der 1,5-Stunden-Dungeon, den ich nur mit euch zusammen machen werde. Und ja, da habe ich nämlich keinen Bock drauf, das alleine zu machen. Gar keine Lust, gar keine Lust. Denn es soll ja auch weitergehen. Hm? Und genau solche Sachen wie so ein Dungeon, die sind hervorragend geeignet für dieses gemeinsame Spielen, was wir ab und zu machen. Genau das ist dafür geeignet. Hä, wo führt uns der denn hier hin? Bin ich jetzt an ihm vorbeigelaufen? Ach Gott, der steht hier vorne direkt, nicht Domkopf. Du kommst mit einem Olivenzweig des Friedens und gemeinsam sind unsere Familien stärker, als wir es allein je sein könnten. Danke. Kartenspiel der Uralten. Lass alle wissen. Ist aber auch schlechter als das, was ich jetzt habe. So, damit wären wir hier wirklich fertig. Nach Malibon muss ich. Das ist ein Dungeon. Das ist in Wysteria. Das ist auch in Wysteria. Das ist in Malibon. Wizard City, Feuerkatzenallee, Griselheim, Nordwacht. Ja, dann war es das hier. Ab nach Hause. Ab nach Hause.
So, nach Wysteria gehen wir jetzt nicht mehr, da die Quests machen. Was machen wir mit der nächsten großen Aufnahme? Ich werde mal hier noch ein paar Sachen aufstellen. Ne? Ich habe noch ein paar neue Sachen gerade jetzt bekommen. Mal schauen, was wir hier davon benutzen können. Gartenarbeit, so. Zwei Schriftrollen. Ah, eine Sturmmumie. Ah, oh, wunderschön. Passt die da hinten zufällig zwischen? Komm schon. Schade, leider nicht. Dann, wo machen wir denn hier eine Mumie hin? Hier, da würde die eigentlich hinpassen. Ja, super, direkt vor die Tür. Das macht auch viel Sinn. Ach, naja. Also so wirklich der große Innenarchitekt bin ich nicht, ne? Ja. Wunder, traumhaft und voll. Krokotopia anrichte. Was ist das denn? Och, nee, wie nett. Eine Krokotopia anrichte. Ist das so eine Bar oder wie? Aber was soll ich denn damit? Nee, also so ein Quatsch brauche ich jetzt auch nicht. Karte von Krokotopia. Ja, das ist interessant. Das passt, deckt sich ja mit dem bisherigen Spielverlauf. Wo legen wir die hin? Einfach platsch auf den Boden, das ist doch Quark. Das macht doch keinen Sinn. Zwei Schriftrollen. Tja. Ach, allen anderen Kram habe ich ja verplempert hier. Dachboden. Ach so. Haus. Ja, dann gibt es ja auch nicht mehr. Ab nach. Geh zu die Oase. Nee, jetzt gehen wir nach Wizard City. Und gucken mal, was wir da noch machen können. Vielleicht können wir mal ein PvP-Kämpfchen machen. Da hätte ich jetzt mal Lust drauf. Ab nach Wizard City. Da kann ich überall noch nicht hin. Da bin ich, da mache ich später weiter. Das habe ich noch nicht gekauft. Habe ich keine Kronen für. Ja, das ist so ein Thema. Wir kennen es. Ab nach Wizard City. Ha, home sweet home. Ein bisschen die Beine vertreten. Hallo, junger Recke. Henry Feuerknospe. Mein Feuerknospe. Ein Mitglied der knospigen Familie. Herrlich. So, was haben wir denn noch im Angebot? Wir haben noch ein paar Punkte, die wir auflösen müssen. Ein paar, wie heißt es nochmal? Oh, habt ihr das gehört? Wir sind so ein Röschen dran vorbeigefahren an meinem Fenster. So ein lautes Knatterding. So, ich habe 4 Trainingspunkte. Aber 1, 2, 3, 4 Geisterrüstung. 400 Stärke absorbieren. 3 plus 270 Dings in 3 Runden. Das ist nicht so toll. Seraph. Schaden. Satyr. Den hätte ich gern. Den hätte ich gern, den Satyr. Aber ich kann den Satyr nicht kaufen, weil ich werde nicht dafür meine ganzen Trainingspunkte aus dem Fenster schmeißen. Merde, das ist ja große Scheiße. Vielleicht kann ich mal gucken, was ich später noch machen kann. Ich kann hier im Moment nichts reißen, aber ich hatte mir schon allerlei Zauber von der Sturmschule gekauft und werde jetzt sehen, ob ich mir dann noch etwas zulegen kann. Vielleicht habe ich ein Glück, vielleicht auch nicht. Ich bin mir ganz unschlüssig, weil ich bin sehr geizig mit den ganzen Zaubern. Aber auf der anderen Seite... Ah, Lor, ich habe eine Idee. Auf der anderen Seite kann ich auch all meine Sturmzauber wieder zurückbekommen. Meine Anleitungspunkte, Moment, jetzt mal ganz in Ruhe. Ich kann meine ganzen Trainingspunkte zurückbekommen, wenn ich dafür alle Zauber, die ich dafür bisher gekauft habe, wieder abgebe. Da die alle im Moment ziemlich minderwertig sind, kann ich die gar nicht mehr gebrauchen. Das heißt, ich kann theoretisch damit immer hin und her zaubern, wandern. Interessant. Ich könnte mir jetzt da theoretisch bis zum Dunkelwind alles kaufen. Nur den Sturmziller kann ich mir nicht holen. Sturmfalle. Plus 25 mal nächsten Sturmangriffszauber. Sehr gut. Krake. Oh, der gibt auch gut Angriff. Plus 20% Windsturm. Dunkelwind. Ja, wundervoll, oder? Jawohl. Lernen. Jawohl. Plus 20% auf nächsten Sturmangriffszauber. Auf alle Gegner. Auf alle. Ja, das kann ich aber nicht gebrauchen. Aber den Sturmziller hätte ich dann wieder gern. Aber
Da kommen wir dann später noch zu. Gut, dann haben wir noch einen Trainingspunkt übrig. Und können das, liebe Leute, mal gerade hier reinmachen. So, in mein Kartenspiel. Wir sehen das Kartenspiel. Ich kann den Blitzflatterer nicht mehr wirklich gebrauchen. Dafür, blablablablam, machen wir mal, oh, einen schönen Kroke hinzu. Allerdings hat, nee, der hat 4. Der Sturmhai hat 3. Ein Krake. Aua, der tut weh. Weg machen wir noch einmal das und einmal das. Das müsste eigentlich für einen Kampf reichen. Dann machen wir plus 20% auf nächsten Sturmangriffszauber auf alle Gegner. Ups, nee, einmal weg. Donnerslange. Sturmfall auf nächsten. Bäm. Gucken, ob das auch alles ein bisschen ausgeglichen ist. Ich glaube, den Meteoriteneinschlag kann ich auch einmal wegnehmen und nochmal einmal Krake dazu nehmen. Lass mal gucken. Das sind die einzigen 3 kleinen Zauber, aber das ist auch nicht so schlimm. Pompidumbidum. Feuerklinge können wir eigentlich auch einmal wegmachen, oder? Ich muss gucken. Ja, das ist eine schwierige Entscheidung. Ach, man fühlt sich so hin und her gerissen. Weil das eigentlich alles so gut ist. Ach, der hat nur 4? Wie komme ich denn darauf, dass der 5 hat? Ja, das ist ja super eigentlich. 4 habe ich auch relativ schnell zusammen. Labalaba, bla bla. Blubbeldiblub. Jo. Komm, den können wir einmal wegmachen. Dann machen wir das nochmal dahin. Und Feuerklinge. Ach, da ist die Folge zu Ende. Feuerklinge machen wir auch einmal weg. Ja, komm, machen wir. Dafür machen wir nochmal Krake oder Sturmfalle. Wir haben 2-mal das, wir haben 3-mal den. Ja, komm, wir machen es mal einfach. Man kann das ja immer wieder wechseln, wie man lustig ist. Gut, damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.